Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit eurem Gunshot. Diesmal in der Seidenstraße, auch wieder von China Rising DLC. Die etwas Panzer- und Fahrzeuglastige, sowie natürlich Hubschrauberlastige Map. Wir gehen hierbei auch mal auf Versorgung. Diesmal wechseln wir aber einfach bloß mal aus Spaß wieder zum MG4 zurück. Und gucken mal, wie die sich hier eignet. Und steigen einfach mal direkt bei einem aus unserem Squad mit auf den Panzer ein. So, da hinten haben wir auch schon einen. Okay. Das war nichts. Jetzt haben wir einen Kopftrefferbonus. Auch sehr gut. Da oben war noch einer. Den haben wir. Das würde sich jetzt natürlich eignen, wenn ich Pionier wäre, aber man kann ja nicht immer alles von vornherein voraussehen. Na komm, nicht gegen die Felsen setzen. Warum hatten wir wieder einen? Es bringt zwar nicht wirklich was, dass ich mit dem Bot MG hier drauf schieße, aber was macht er jetzt? Okay, das lassen wir lieber. Wir verziehen. Das war's. Ja. Wie gedacht. Die Panzerung von meinem Soldaten ist halt nicht so stark. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber für den Anfang locker nicht schlecht. Aber wir haben bei Delta wieder sehr viel Aktivität. Wir schnappen uns einfach mal selber einen Panzer. Und hoffen wir, dass wir das vielleicht ein bisschen besser gerissen kriegen als das eben. Auf meinem Panzer selbst benutze ich zurzeit die HE-Munition, die Smart-Munition. Damit eigentlich bis jetzt immer gut gefahren. Smart Munition natürlich auch für die Infanteristen, die damit rumlaufen sollten. Siehst du, hier haben wir direkt einen, der sich. Wir steigen mal kurz um. So. Den haben wir gekriegt. Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Hier war gerade noch einer. Gucken wir mal, dass wir das noch halten. Er hat gedacht, er ist hier super schlau. Feindliche Rakete im Anflug. 35 nur noch. Mal Reparatur anfordern. Vielleicht haben wir irgendjemanden hier. Aber wir haben da Vorräte. Vorne haben wir auch direkt einen Panzer stehen. Das Fahrzeug ist weg. Geht direkt weiter. So, wo haben wir ihn? Da ist ein feindlicher Scharfschütze, wenn sich deiner Stellung. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz. Panzer. So, der ist auch wieder weg. Keinen hier, der uns reparieren kann, oder? Doch, Hammer. Sehr geil. Gut, danach geht es hier noch direkt weiter. Ich
Ich weiß zwar nicht genau, auf was er schießt. So ein bisschen nervt er da oben, ja, mit seinem ganzen Rumgeballer. Ich weiß zwar nicht, ob er was im Target hat oder nicht. Könnte es natürlich sein, dass wir hier wieder Minen haben. Das war's dann auch. Bisschen zu viel Infanteristen da mit ihren RPGs. So, gucken wir mal, ob wir mit dem Heli was hinkriegen. Ich glaube, wir werden Ebus als Beifahrer. Ach, bleibt unser. Na denn. Was? Okay, wir helfen dann direkt mal ein bisschen bei Charlie. So, was haben wir hier unten? Da haben wir jemanden. Der ist weg. Versucht es einer. Ich sehe leider gerade niemanden hier. Naja. Gut, hier ist erstmal soweit safe. Dann gehen wir direkt weiter zu Golf. Da haben wir direkt wieder jemanden. Auch wieder weg. Ist auch weg. Oh, hier wird es brisant. Wer hat auf uns geschossen? Da ist ein bisschen viel. Wir suchen hier drin noch ein bisschen die Infanterie auszuschalten. So, da konnten wir wenigstens gerade ein bisschen helfen. So, Panzer kriegen wir nicht weg. Ein Jet hinter uns. Ja, hier ist immer ein bisschen viel los. Ich habe leider Anti-Air-Missiles drauf, ansonsten könnte ich jetzt bestimmt für die Panzer oder gegen die Panzer ein bisschen mehr ausrichten. Aber in letzter Zeit bin ich damit immer ziemlich schlecht gefahren, deswegen bin ich wieder auf Anti-Airs umgestiegen. So, Rothaus offline. Kriegen wir das noch? Die beschießen uns natürlich stark. Das ist ein Heli. Den haben wir. Naja. Aber der uns auch mit dem Stinger. Ist aber nicht weiter schlimm. Paar haben wir mitnehmen können. So. Schnappen. Wieder als Sekundärschütze mit dabei. Wir schauen hier, haben wir direkt wieder ein Dirtbike. Na, oh, hinter dem anderen Sandhügel da hinten auch noch. Na, wo möchte er hin? Ich kann nicht ganz folgen. Das Panzer. Ich spring hier mal raus. Vielleicht kann ich den... Oh, da sind zwei Panzer.
Vielleicht kriege ich den einen ja mit ein bisschen C4. Das war natürlich was. Der hat sehr schnell geschaltet, aber knapp, wie man sieht, ein Gesundheit. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Also, wir holen uns jetzt auch mal einfach wieder direkt den Tank, beziehungsweise sind wieder als Sekundärschütze mit dabei. Ja, diese Map ist natürlich, was die Action angeht, nur etwas... Ja, muss ich sagen, hier geht's, finde ich, nicht so ab wie auf den anderen Maps, gerade dadurch, dass irgendwie die Infanteriekämpfe hier fehlen. Wir haben viel Wüstengebiet und die Fahrzeuge dümpeln hier hin und her. Und ja, das macht eigentlich diese Map aus. Das ist für die, die sicherlich die Panzerkämpfe mögen, eine super Map. Mir selbst fehlt natürlich auch ein bisschen die Balance, dass hier auch ein bisschen Infanterie ist. In der Mitte haben wir natürlich auch ein bisschen Infanteriekämpfe. Aber ja, im Endeffekt entscheiden ja die Fahrzeuge hier, wie es ausgeht. Ist sicherlich auch mal eine gute Abwechslung. Ich selbst spiele die Map sehr, sehr selten. Nur wenn ich wirklich mal Bock drauf habe, Tank zu spielen. Das bringt so gar nichts in meinem MG. Haben wir vielleicht noch ein paar Infanteristen rumlaufen, die ich dann beäugen kann da hinten. Deswegen habe ich auch immer gerne die Infrarot-Ansicht. Dadurch kann man dann halt doch auf weite Entfernung und gerade in so einem Gebiet, wo man das relativ schlecht unterscheiden kann, mit dabei und ausgerüstet. Da, das ist einer von uns, blau. Da unten. Ja, das ist natürlich sehr produktiv. So, der Kill war jetzt nicht von mir, aber jemand anders hat ihn auch entdeckt gehabt. Was getroffen da. Leider nicht komplett runterholen können. Oh, da kommt auch ein Bomber. Wie wir hier wieder schön sehen. Feindlicher Bomber. So, wir schauen uns noch mal ein bisschen um wegen Infanterie, dass die uns hier nicht wieder wegholen. Für den Fahrer natürlich auch sehr praktisch. Wir sehen ja unten dieses kleine gelbe Feld, was so ein bisschen aussieht wie ein Haus, umgekehrt ist eben. Und dadurch sehe ich, wohin mein Tankfahrer sein Rohr hinrichtet und ich natürlich, wo ich mein Geschütz hinrichte, und er kann das genauso umgekehrt auch sehen und kann sich dementsprechend natürlich auch anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass bei mir einer ist, brauche ich einfach bloß direkt in diese Richtung gucken. Das ist halt eine Anzeigenhilfe, für die, die es noch nicht genau wussten. So, da hinten haben wir ihn. Einfach noch ein bisschen mehr ran. Da oben, nicht bewegen. Der ist tot. Den haben wir. Sah jetzt gerade so ein bisschen aus, als ob ich einen von uns gekillt habe, aber das war nicht so. Der lief da einfach auch bis mit rum. Den haben wir auch gekriegt auf die Entfernung. Das passt ganz gut. So, da unten haben wir einen Panzer. Wo ist der denn? Ab da. Ist auch tot. Na?
Der Panzer hat sich da relativ gut versteckt. Unter der Brücke. Wir nehmen jetzt erstmal Reis aus. Locken den davor, weil hier haben wir im Endeffekt auch noch einen befreundeten Tank mit rumspringen. So. Okay. Hier haben wir einen Panzer. War nicht zu weit weg. Der hat sich das so gedacht. Na, ich wollte noch aussteigen. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber dafür sind wir jetzt die wohl eher etwas langweilige Panzerfahrt erstmal los. Und steigen auch direkt wieder in den Heli, wenn wir ihn bekommen. Und versuchen da wieder ein bisschen was zu regeln. So, wir sollen zur Alpha. Das passt ganz gut dort hinten. Jetzt hier in der Nähe auch ein anderer Heli auf. Wir wollen erstmal unseren kleinen Moped-Fahrer hier beseitigen. Wo ist er denn jetzt? Ah, ist tot, alles klar. Das passt. Sichtkontakt, feindlicher Panzerwagen genau westlich deiner Stellung. Check euer Gebiet. Nachschub wurde gerade geliefert. So, den haben wir auch. Ja, das mit dem Heli, das ist alles so ein bisschen Einspielungssache. Ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen auch an eurer Mausempfindlichkeit arbeiten. Müsst ihr auf euch abstimmen. Ich zum Beispiel habe sie ziemlich stark desensibilisiert, weil ich dadurch einfach die Bewegung wesentlich präziser hinkriege. Und so dementsprechend natürlich besser agieren und kämpfen kann. So, hier haben wir schon wieder jemanden, der uns beschießen möchte. Wir schnappen uns jetzt aber einfach mal den Heli. Okay, er hat direkt seine Flares gezündet. Irgendwie kann ich den Kumpel, der uns hier... Und aussteigen. Das überlebe ich auch nicht lange. Wäre auch zu schön gewesen. So. Wir steigen nochmal schnell irgendwo ein. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein bisschen was mit. Viele Tickets gibt es nicht mehr. Vielleicht können wir noch eins abgrasen. Ja, mit dem MG4 natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Das war's. Wenigstens ist nicht nochmal gestorben. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Für auch bei dieser etwas langweiligeren Map natürlich. Beim nächsten Mal wird es dann wieder etwas mehr abgehen. Werde ich wieder eine Infanteriekarte aussuchen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht es gut. Euer Gunshot.